Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Mal kurz. Ui, nice. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier unterwegs mit Nick Valentine. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir... Hey! Hoffentlich ist es das wert. Oh, klar. Gib schön deinen Müll her. Bisschen mal den Müll wegkauen hier. Herr Lock, versuch du es doch mal. Kann ich. Abgeschlossen. Nanu? Kein Glück? Nein. Dann müssen wir den Schlüssel finden. Okay. Wo könnte der sein? Siehst du die Plattform da hinten? Ja. In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Okay. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche das Schloss aufzubauen. Okay. Hätten das, wenn ich den Schlüssel gefunden habe, erst dann hinkriegt. Major! Du bist ein bisschen langsam, Kate. Warum kommt der Bürgermeister nicht raus? Hat er Angst vor der Presse? Wenn ich zum Institut gehören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Mach keinen Blödsinn, und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer gewissen hohlköpfigen Blondine denken. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Was machst du hier, Piper? Ich will herausfinden, warum der Bürgermeister sich alle zwei Wochen mit demselben verdächtig aussehenden Kurier trifft. Aus keiner Siedlung, die ich kenne. Nicht von einer Karawane. Kommt und geht, bevor jemand mit ihm reden kann. Vielleicht ein Botenjunge des Instituts? Wenn der Artikel erscheint, wird sich jeder diese Frage stellen. Wenn Sie den Empfang nicht mehr in Beschlag nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern. Ich wollte sowieso gerade gehen. Hab gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Danke dir. Schlüssel? 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 Sehr gut. Hast ja wohl mal ein paar Eier wachsen lassen, ha? Hä? Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Wo ist der Schlüssel? Muss ich hier erst alles klipp und klar, klitzeklein, klipp, also ihr wisst, was ich meine. Muss ich hier alles putt machen erst? Wo stehen hier drei Telefone? Ja. Ups, Entschuldigung. Ich setze dich auch echt immer erstmal überall hin. Ah ja, ich erinnere mich. Der Neuzugang.
Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was kann ich für Sie tun? Nick Valentine meinte, ich sollte mich an Sie wenden. Tatsächlich? Eine Ermittlung, schätze ich? Sie zwei wollen mir doch nicht etwa Schwierigkeiten machen, oder? Never ever. Ich brauche den Schlüssel zu einem Haus in der Stadt. Ich schätze, im Büro des Bürgermeisters gibt es einen Zweitschlüssel? Nun, wir haben nicht für jedes Haus einen Schlüssel. Wo sollten wir die auch alle aufbewahren? Außerdem so viele Häuser sind's hat jeder doch gar nicht. Bürger meiner Stadt ein Recht auf seine Privatsphäre. Ja, als ob. Falls wir einen Schlüssel hätten, dürfte ich ihn nur dem Besitzer aushändigen. Ganz einfach. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Ich muss ihn finden. Verstehe. Aber welche Verbrechen dieser Mr. Kellogg auch begangen haben mag, Ihr Wort reicht als Beweis nicht aus. Das war's also. Ich will ihm kein Geld zahlen. Sie wollen mir nicht helfen. Sicherheit ist das, was Diamond City vor den Streitereien. Ich habe eure Mauer angemalt. Das Geschick des Commonwealth bewahrt. Das kann ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. War für 250. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen sich die für den richtigen Preis etwas aufweichen. Was? Wie können Sie es wagen? Ich bin der Bürgermeister, zum Teufel, nicht irgendein dahergelaufener Schläger. Na gut, schönen Dank auch. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das, das Wohl überrascht mich jetzt. Von Diamond City denken, nicht nur an die Bedürfnisse einer Person. Das hat mich jetzt überrascht. Und nun? Ich schätze, es geht wieder um den Schlüssel. Yep. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie unerlaubt... Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn... Ich glaube, wir sollen wieder raus. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Gutman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen. Hi. Wie hast du nur so drauf, Mädel? Außer diesen Schlafzimmerblick. Ja, war ja nicht so erfolgreich gerade, der Ausflug. Komm, lass uns tanzen. Lass uns tanzen, Baby. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat. Oh mein Gott, dreht wieder um. Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Nein. Piper hat sowas schon mal gemacht? Sie macht sowas ständig. Die Sache ist nur, manchmal blufft sie. Aber manchmal lauern hinter dem Hügel wirklich 50 blutrünstige Raider. Also lasse ich sie normalerweise rein. Aber dieses Mal nicht. Der Bürgermeister steht mit ihr auf Kriegsfuß. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Okay. Ah, diese Ladebildschirme jedes Mal. Es nervt auch so abgrundtief. Oh, ich mache die Folge jetzt auch fertig, weil ich bin auch echt ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute noch 3 Stunden gepennt. Was? Wieso muss ich denn schon wieder raus? Hm.
Hä? Macht doch gar keinen Sinn schon wieder. Das macht doch gerade gar keinen Sinn. War eigentlich irgendwo mal nochmal Munition für die Minigun gefunden? Ich glaube nicht, gell? Fällt mir mal gerade so auf. Hast du eine Waffe liebgewonnen, dann gib ihr doch an einer beliebigen Werkwaffenbank einen eigenen Namen. Claudi. Geh rein. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Das verstehe ich gerade nicht. Der Fahrstuhl hat mich doch gerade nach unten geschickt. Aha. Was? Wie machst du das? Der Fahrstuhl hat mich doch gerade nach unten geschickt, oder war das einfach noch... Du sonst noch was? Bürgermeister McDonough? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Ich kann Ihnen den Schlüssel nicht geben. Okay. Und was ist mit dir? Deine Freundin sieht nach Ärger. Hey Geneva. Sorg brauchst dafür, du sonst noch was? Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein verriegeltes Haus brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kellogg's altes Haus. Was für ein Zufall. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Hey, können Sie mir nicht helfen? Und wenn ja, warum sollte ich? Bitte. Ich will nur meinen Sohn finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Ich kenne diese rührseligen Geschichten, die können Sie sich sparen. Was? Vielleicht können wir uns ja einigen. Ich habe hier zufällig einen Haufen Kronkorken. Ein Geschenk? Für mich? Wie großzügig. Ach, nicht schon wieder. Da lege ich nur einen Schlüssel auf den Schreibtisch und vergesse ganz, ihn dann wieder zurückzulegen. Nichts gesehen. Den Kronkorken haben wir denn jetzt eigentlich noch? Nee. 822. Steht ein Bus? Wie kommt denn dein Bus oben hin? So. Ich hab den Schlüssel! Ich hab den Schlüssel! Die neuesten Neuigkeiten aus dem Commonwealth! Hallo. Man kann die Presse nicht aufhalten. Ich meine, ihr braucht einen Nachschnitt. Jeder! Komm! Ich hab gehört, dass du Valentine gerettet hast. Gute Arbeit. Danke. Ging's nur hoch, da ging's hoch. Ah ne, ist da hinten. Ah, falsches Haus, scheiße. War natürlich genau das fucking falsche Haus. Aber wir hätten noch doch gekonnt, verdammt.
Mustard, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Oder vor sonst irgendwas, das dir das Commonwealth in den Weg stellt. Yay! Yeah. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Oh. Hey, okay, noch ein Begleiter. Wir uns den Bastard. Zwei Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring. Tschüss, Kate. Und ich sag wie hoch. Wer hat deiner Meinung nach hey. Den Krieg eigentlich gewonnen? Wohl niemand. Denk davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Nein. Jetzt nicht. Tja, entscheide dich. Gut, mein Lieben, wie ihr hinterher guckt. Wir machen hier aber eine Pause. Es geht morgen weiter mit der Mission. Oder Hauptmission, muss man schauen, was wir morgen machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren heute wieder 5 Folgen. Mal schauen, wie viel wir morgen machen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.